das wird dich umhauen. Bereit? Die Erde dreht sich nicht um die Sonne. Streng genommen. Alles im Weltall, die Sonne eingeschlossen, umkreist den Massenmittelpunkt des Sonnensystems, auch bekannt als Baryzentrum. Der Grund, warum dir erzählt wurde, die Erde drehe sich um die Sonne, ist, dass die Sonne 99,87% der gesamten Masse des Sonnensystems besitzt. Daher liegt der Schwerpunkt so nahe bei der Sonne und darum scheinen wir und Merkur, Venus, Mars, Jupiter, du verstehst, was ich meine, uns um sie zu drehen. Aber willst du etwas wirklich Revolutionäres hören? Was wäre, wenn wir nun Nein sagten? Was wäre, wenn die Erde endlich für sich selbst einsteht und sagte, ich werde es auf meine Art machen? Nun, in diesem Fall ist das Ende nahe. Hier ist, was wäre wenn? Und das würde passieren, wenn die Erde aufhörte, sich um die Sonne zu drehen. Du weißt, dass sich die Erde um die Sonne bewegt? Gut, dann bist du anderen weit voraus. Jeder vierte US-Amerikaner weiß nicht, dass die Erde die Sonne umkreist oder verleugnet es. Wenn du es erst jetzt gelernt hast, schaue, wie gravierend das ist. Objekte mit mehr Masse beeinflussen solche mit weniger Masse. Die Erde ist massiv. Werfen wir etwas hoch, kommt es wieder runter, weil die Erde es anzieht. Da die Sonne etwa 300.000 Mal größer ist als die Erde, zieht sie uns an. Aber unser Planet ist nicht so leicht zu haben. Wir bewegen uns seitwärts. Während die Sonne versucht, uns an sich zu ziehen, ziehen wir uns immer weiter zurück. Du könntest denken, dass es höchste Zeit für eine Paarberatung wäre. Glaube mir, diese Beziehung funktioniert. Wenn die Erde aufhörte, die Sonne zu umkreisen, wärst du in einem Monat tot. Sorry, starker Tobak? Nun, die Schwerkraft ist stärker. Die Sonne würde unsere Welt einfach einsaugen. Keine Sorge, du hättest genug Zeit, dich zu verabschieden und einen hübschen Turn zu kriegen. Aber für alles andere auf deiner Bucketliste, mach lieber schnell. 64 Tage, nachdem wir aufhörten, die Sonne zu umkreisen, wären wir ein Teil von ihr. Aber diese Zeit hätten wir nicht. Nach 21 Tagen läge die Durchschnittstemperatur der Erde bei 35 Grad Celsius. Doppelt so hoch wie die heutige globale Durchschnittstemperatur. Das wäre zwar auszuhalten, aber es würde recht schnell schwitzig und müffelig werden. Ach so, die Ernten würden ebenfalls ausfallen. Am 35. Tag hätte unser Planet 20% seiner Reise zur Sonne zurückgelegt. Die Durchschnittstemperatur der Erde läge bei 58 Grad Celsius. Bedeutet, du bist tot, außer du hast eine Klimaanlage. Aber selbst wenn du die beste Klimaanlage der Welt hättest, würde dir das aber nur ein wenig mehr Zeit verschaffen. Klimaanlagen verbrauchen viel Strom. Dreht die jetzt jeder voll auf? Nun, du kannst dir vorstellen, was das mit unseren Stromversorgungssystemen macht. Wenn das passiert, kannst du nicht wirklich viel tun. Die meisten Tiere und Insekten hätte es dahin gerafft. Überall wüteten Waldbrände und die Ozeane bräuchten noch etwa 10 Tage, bis sie kochten. Die einzigen Kreaturen, die möglicherweise noch leben würden, wären Bärtierchen. Diese mikroskopisch kleinen Wesen sind für ihre Resilienz bekannt. Sie widerstehen Eiseskälte, starker Hitze, Strahlung, einfach allem. Sie haben sogar 10 Tage im Weltraum überlebt. Aber 54 Tage, nachdem die Erde aufgehört hat, die Sonne zu umkreisen, wären auch sie platt. Zu diesem Zeitpunkt läge die Temperatur der Erde über 160 Grad Celsius. Da überlebt nichts. Soll ich weitermachen? Ist es sinnvoll, bis zum Weltuntergang runterzuzählen, wenn niemand mehr da ist, um zu jubeln oder zu weinen? Wir wissen ja bereits, wie es endet. Am Tag 57 ist die Erde der Sonne am nächsten. Am Tag 64 dann schon in der Sonne. Aber schau mal, das hat auch was Positives. Du bist nicht nur 6000 Mal heißer, sondern auch viel erleuchteter. Okay, das war Galgenhumor. Du fragst danach, wir liefern. Zwar nicht immer mit gutem Ausgang, aber unterhaltsam. Also, schau mal wieder rein. Hier bei Was wäre, wenn?